gutes Neues erstmal und für mich beginnt das Jahr so richtig geil. Es gibt nur einen einzigen Grund, warum ich überhaupt mal Deutsche Bahn fahre, wenn ich mir mein nächstes Fahrzeug abhole. Und diesmal, die Schlüssel habe ich schon, freue ich mich mega drauf. Es ist kein Auto, es ist kein Motorrad, es ist was ganz Besonderes. Hallo Falk. Ich habe es endlich geschafft. Ich habe heute extra die unauffälligste Jacke überhaupt angezogen, damit ganz Gentin weiß, dass ich da bin. Na, alles gut bei euch? Ja, alles super. Sind alle fleißig am Schrauben, ja? Jo, Saison geht los. Sehr cool. Das ist ja hier das echte Paradies für Motocrosser. Genau, für Motocrosser. Also sind wir gar nicht so weit weg von. Ich könnte mich ja hier stundenlang aufhalten. Ja? Andere, die stehen halt im Schuhladen. Da geht es für mich eigentlich immer ganz schnell, auch wenn ich mal ein paar Heels brauche. Aber das hier ist doch echt geil. Da wird geschraubt und da wird dann auch geraced. Geraced, genau. Wann geht's los bei euch? Geht jetzt so in Fürstlich-Drehna, ist der MX ADC Masters und da ist der Auftakt zur ADAC-Saison, genau. Okay, da sind wir mit Felgenmotorsport wieder am Start. Cool, ja, die werde ich im Auge behalten, die Jungs. Und meine Simson ist auch fertig. Genau. Wegen der bin ich ja heute da. Ja, ziemlich geil, aber leider bin ich nicht wegen der Simson hier, auch wenn ich die gerne mitnehmen würde, da hätte der Besitzer wahrscheinlich ein Problem mit. Ich bin da, weil ihr habt euch vor wie vielen Jahren? Na, vor 3-4 Jahren einen schönen LKW gekauft, einen ehemaligen Blumen-LKW. Einen Turbo-LKW und habe da raus einen Race-Truck gebaut. Yes, und wegen dem bin ich heute da. Genau. Ah, ihr habt euch schon das nächste Wohnmobil geholt, ja? Ja, ja. Damit die Jungs wieder einen Platz zum Schlafen haben, denn das ist ab sofort meiner. Wuhu! Voll geil. Ich fahre ja seit inzwischen 2 Jahren Bachras und diverse Offroad-Rennen mit einem Buggy. Und nachdem es mit dem letzten Team nur mitteltoll geklappt hat, habe ich beschlossen, ich gründe mein eigenes Rennteam. Habe mir ein paar Mechatronikerinnen geholt, die schon aus dem Motorsport kommen. Und jetzt brauchten wir natürlich ein Zuhause. Und hier sind nicht nur Betten drin, eine Küche. Ich weiß, da freuen sich Frauen furchtbar drüber, aber nein. Und das finden wir alle geil. Hier ist eine Werkstatt drin. Die Tür war schon drin? Die Tür war schon drin, genau. Aber das habt ihr alles selbst gemacht? Genau, hier. Das haben wir alles selbst gemacht. Ne? Cool. Ja. Also das wird zukünftig dann so ein bisschen Lagerraum genau. sein? Genau, Lagerfläche, wo du deine Ersatzteile packen kannst oder zur Not auch mal dran schlafen kannst. Kleiderstange. Genau. Ja. Okay, und das hier? Hier ist eine kleine Werkbank, ein Schubladen, Schraubstock. Und hier ist dann der heilige Bereich, wenn es mal wieder länger dauert. Ihr habt übrigens, ja genau, ein ganz, ganz hübscher Teppich. Ganz, ganz schön. Und hier sind 3 Betten, Küche, genau. Badezimmer. Ich fahre ja gerne mal verschiedene Fahrzeuge, aber mein Leben als Truckerin, das beginnt heute erst. Tag 1 im Leben einer Truckerin. Man muss auch mal an den Motor ran. Und da gestehe ich, kenne ich mich überhaupt nicht aus. Im Jahr rede ich wahrscheinlich schon ganz anders. Deswegen lasse ich mir jetzt einfach alles mal zeigen. Ist ja dein Zuhause quasi auch, oder? Genau, ich war immer unterwegs gewesen und zeige dir mal ein paar Sachen jetzt. Cool. Ja, Technik mal ein bisschen größer als das, was ich sonst kenne. Da steckt der Luftfilter drin, nehme ich mal. Richtig. Den muss man dann auch zwischendurch mal ausklopfen. Genau, einmal im Jahr wird das erwartet. Okay. Genau, schön großen Kühler. V6-Zylindermotor. V6 wäre auch V6 wäre schön, ja. Das wäre dann Amerika. Ja. Schön durchzugsstark. Okay. Und da kann ich dir nochmal auf der anderen Seite zeigen, was so wichtig ist, was da gemacht werden muss. Gerne. Okay. Also wichtig ist hier, ist ein kleiner Dieselvorfilter, der alle 5000 Kilometer circa ausgewaschen werden muss, okay. weil du sonst Leistungsverlust hast oder eventuell ganz schlimm auch mal stehen bleibst. Ja, das ist halt so die Wartungsarbeit, die man auch mal manchmal unterwegs machen muss, gerade wenn ihr so... Na, wenn wieder den billigen Diesel... Genau, wenn ihr in anderen Gefilden unterwegs seid, da könnte sowas mal eher passieren. Okay. Ölmessstab von außen einsehbar, Kühlwasserkontrolle hier mit Tank zum Nachfüllen und ja. Service when red. Luftfilteranzeige, wo angezeigt wird, wenn der Luftfilter dicht ist, dass man den halt tauschen muss. Mama! Was für ein Hammergefühl! Oh mein Gott!
Das ist immer, wenn man da mal so ein Jahr in so einem Ding gefahren ist, ne, da denkt man sich dann immer, ach Gott, und am Anfang war man total aufgeregt und es fühlt sich alles so riesig an. Und man muss erst mal begreifen, die bremst ganz anders als bei so einem Auto, aber es macht total Spaß. Und ich hoffe, bis wir dann das erste Mal damit zur ersten großen Rallye fahren, habe ich dann auch schon viel Fahrpraxis gesammelt. Macht es euch erstmal zu Hause gemütlich und vielleicht sehen wir uns dann irgendwo mal so auf so einem Trucker-Rasthof oder sowas.